Planetenschilde sind einsatzbereit. So soll es ja auch sein. Wenn ich meine Sensoren... Oh, da fliegt irgendwas. Nicht assimilierte Spezies. Aha. Also entweder haben sie ihr ganzes Basis verlegt, das können die ja. Wow. Wir benötigen Regeneration. Das können die ja, weil die ja alles mobil haben. Jedes Schiff... Hallo! Hau ab! Wir benötigen Regeneration. Flieg! Schneller! Hallo? Abbruch! Flieg mit Warp! Was zum... Danke. Das ging fast schief für meine Kuben, aber... Ich habe mehr zerstört von ihnen, ach sehr gut, als sie von mir. Assimilation des Planeten begonnen. Streng genommen haben sie gar nicht damit zerstört, das ist wunderschön. Ich glaube, das ist denen auch egal. NPCs glaube ich sowieso. Das könnte auch noch helfen. Schiffsbau abgeschlossen. Aber immer nur ein Zielschiff, das ist ein bisschen doof. Aber bei denen kann ich ja auch theoretisch das anmachen und dann auf automatisch gehen. Das könnte halbwegs funktionieren. Ich glaube, das mache ich auch. Das werde ich tun, ja. Stationsbau abgeschlossen. Brauche ich alles nicht. Meine Spezialwaffen wiederherstellen ist natürlich in Kombination mit Spezialschiffen wie Diamond-Klassen eine eigentlich coole Sache. Muss man da mal so sagen, ne? Das ist durchaus nicht so unsinnvoll, das Ganze. Wenn man das dann so machen würde. Könnte man sich theoretisch überlegen. So, erstmal die Schilde erhöhen. Genau. Schilde, Schilde, Schiffe, Schiffe für die Waffen, Waffen, Waffen. Dann Sensoren für mehr hiervon und dann bin ich gut dabei. So, das war ja kein guter Planet für mich und das auch nicht. Naja. Ich habe jetzt auch drei Planeten und ich habe ein riesiges Limit und es geht flutsch nach oben und ich brauche so viel, glaube ich, gar nicht mehr und das ist okay. Das läuft. Ich habe trotzdem ziemliche Metallknappheit fast schon mal. Ich habe doch ziemlich... Aber ich sehe gerade... Die machen das tatsächlich auch nicht so wie bei einem Dilithium-Planeten. Guck mal, das ist immer nur einer, der hier abbaut, während der Rest wartet, während er abbaut. Also tatsächlich ist bei den Borg auch ein Schiff offenbar ausreichend pro Planet. Bestätigt. Dann guck mal dahin. Dann reicht es ja echt, weil ich lass mal zwei dran. Boah, ewig ist er voll ist hier, ne? Weil wenn deren abhaut, kann der immer noch wenigstens machen. Das geht, glaube ich, einigermaßen gut. Aber eben, gerade hat man gesehen, das war totaler Käse. Das hätte sich eigentlich schon selbst regulieren müssen mit vier Schiffen eine Weile, wenn das funktioniert. Und es scheint nicht zu funktionieren. Dann darf der Rest gerne woanders Metall abbauen. Das ist für mich kein Problem. Aber auch Dilithium könnte ich mich langsam nach einem neuen umsehen. Denn es ist erstaunlich schnell runtergegangen, muss ich sagen. Und hier dann fast genauso, ja. Erwarte neue Ziele. Ich bin der Anfang. Das kannst du meinetwegen gerne sein. Das so stimmt, weiß man nicht, aber... Mach mal. Das dauert so lange. Ich lasse ja schneller durch mit den Schiffen. Hab fast Bock, das abzubrechen und doch wieder übers Kuben zu machen. Aber ich glaube, Diamond ist echt nicht schlecht bei den Borg, weil, wie gesagt, dieser Ultimumstrahl, der ist halt auch ziemlich schildschädigend. Und gerade gegen 872 dürfte das durchaus einen Unterschied machen. Dennoch würde ich sagen, einfach, es war gar nicht hier, es war hier. So. Wir möchten uns verbessern. Gucken, was passiert. Ich bin der Anfang. Nur mal so aus Interesse, wie... Was ist hier los? Schild auf Null runter? Ich meine, Forschung ist fertig, okay, aber Schild auf Null runter? Was? Ich bin der Anfang. Übertreibt man nicht so. Also nur bei ihr vor allem, der Rest ist ja ganz normal. 120? Das kann nicht stimmen. 600? Verhandlungen sind irrelevant. Das kann nicht stimmen. Ich habe ja schon mal so eine Anzeige gehabt bei den Borg-Kuben. Was war das mit 600 oder sowas? Total wenig. Hallo? Da ist entweder ein Bug am Werk oder einfach gerade eine falsche... Ich weiß nicht, wegen der Schildremodulation. Ah, da kommt was. Das ist ja lächerlich, das kann ja nicht sein. Ach, ihr habt auch so eine Schiffe. Schön für sie. Was zum... Ah, was ist passiert? Wieso ist die Kamera... Was habe ich gedrückt? Bin ich irgendwo raufgekommen gerade? Ah! Auf dem Weg. Was ist passiert? Ich habe nichts gemacht. Erwarte neue Direktive. Ich will hier meine normale Sicht haben.
So kann ich nicht spielen. Hilfe! Ah! Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Shift-Steuerung alt. Ich muss irgendwas davon versehentlich gedrückt haben gerade. Weil mehr kann es eigentlich nicht sein. Aber... Warten es ein aus. Was? Ansicht wechseln. Habe ich darauf geklickt? Nee, habe ich nicht. Wie mache ich das denn? Weil das, da habe ich meinen Finger drauf hier auf den Tasten. Und WASD typischerweise, auch wenn ich sie nicht brauche. Damit ich hier in der Nähe von den Ziffernfeldern bin. Aber, hä? Auf dem Weg. Ist ja auch offenbar keine Schnelltaste hinterlegt dafür. Naja, egal. Erwarte neue Ziele. Sehr merkwürdig. Unmögliches oh, oh. Ziel. Da kommen sie aber alle gerade. Erwarte neue Direktive. Oh, da kommen viele, viele. Schiffsbau abgeschlossen. Ja, ich habe ein oder zwei mitgenommen. Ja, guck mal, die Schilder sind alle weg von denen. Hat super funktioniert. Oh, oh, oh. Die wollen mich angreifen. Gut, der warpt sich weg. Sehr schön. Habe ich ja schön gerade aber deren Schilde zerstört, bevor ich hier was gemacht habe. Ah, Borgkönigin. Ehrlich jetzt. Wir möchten uns verbessern. Nein. Neue Direktive erhalten. Nein. Was? Och nö, ich habe nicht gespeichert und nichts. Wollte mich rollen. So. Passt mal auf. Folgendes. Ich weiß nicht, was das Problem aktuell ist, aber es war ja schon jetzt die letzten Folge so. Ich hatte einen schwarzen Bildschirm gehabt auf einmal, ohne es zu merken. Ich hatte den Sound aus, ohne es zu merken. Danach und jetzt gerade die letzten 40 Spielminuten, die habt ihr übrigens nicht gesehen. Denn ich weiß nicht warum. Aber OBS hat irgendwie bloß mein Stream-Standbild gefilmt. Und natürlich ganz das Soundbild aufgenommen und so weiter, aber das sind 40 Minuten im Prinzip mein Stream-Standbild plus Sound vom Spiel plus meine Gespräche dazu und die Mission, wie ich sie gerade gespielt und bis hierher gespielt habe. Und gerade eben merke ich erst, oh, toll. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ich weiß nicht, warum er auf den Stream-Bildschirm umgeschwankt ist. Ich habe keine Ahnung. Damit das passiert, muss ich eigentlich meine Num-Tasten drücken. Das habe ich alles darauf gelegt, um meine ganzen Szenen bei OBS zu wechseln. Aber die benutze ich überhaupt nicht. Im Spiel. Und auch, damit das Bild beim letzten Mal schwarz wird oder damit das Mikro deaktiviert wird, ich muss dafür die Zahlen auf dem Numpad drücken. Habe ich nicht getan. Ich bin mit der rechten Hand an der Maus. Mit der linken Hand bin ich bei WASD ständig. Oder gar nicht an Tastatur vielleicht auch, aber ich bin niemals am Numpad dran. Ich weiß nicht, wieso die Szenen durchwechseln. Armada und das Let's Play gerade, die bringen mich in den Wahnsinn. Ich weiß nicht, warum. Aber gut, ich habe mich entschieden, diesmal, normalerweise, wenn ich so eine Stunde habe, keine Ahnung, ist ja in der Vergangenheit schon passiert. Ich habe aufgenommen und der Ton oder warum immer, wurde ich auch nicht aufgenommen vom Mikro oder vom Spiel selbst, habe ich alles schon mehrmals gehabt. Auch unabhängig von diesen Bildschirmproblemen jetzt. Habe ich trotzdem hochgeladen, damit man sehen konnte, was passiert ist, damit man nicht so ohne weiteres dabei ist. Und weil auch natürlich meine Aufnahmezeit, die ich investiere, nicht einfach nachgeholt werden kann, weil ich habe meine Termine dafür und ich habe auch andere Sachen zu tun. Deswegen komme ich ja nicht darum, wenn ich jetzt 2 Stunden Aufnahmen verkacke, das komplett normal zu machen. In diesem Fall sage ich aber, die 40 Minuten, die letzten geschenkt, die werde ich jetzt nicht nochmal quasi neu aufnehmen. Die Mission ist halt so gelaufen, wie sie ist. Und entsprechend gibt es vielleicht die nächsten Tage dann nach dieser Folge und nach diesen nächsten beiden Folgen vielleicht noch 1, 2, 3 Tage keine Armada-Folgen. Denn 40 Minuten, ja, das sind knappe 2 bis 3 Folgen, eher 2,5 Folgen, die ich dann quasi jetzt nicht habe, die aber heute geplant waren und vielleicht kriege ich es zeitlich nicht hin, das rechtzeitig aufzunehmen, wenn es weitergeht. Also kann sein, dass da entsprechend jetzt 1, 2 Tage ohne Armada was passiert. Ich weiß nicht, warum, wieso, weshalb. Ich weiß auch nicht, wieso es mir nicht aufgefallen ist, denn der Bildschirm ist ja über mir. Ich habe nur nicht raufgeguckt offenbar. Das hätte mir eigentlich auffallen müssen, aber so konzentriert war ich eben im Spiel drin und habe das da oben nicht wahrgenommen. Wahnsinn. Das ist... Und wie gesagt, man denkt ja auch nicht dran, weil es nicht die Norm ist, weil es dürfte sich nicht von alleine aktivieren. Genauso wie gerade im Spiel auch so ein Ding hatte, ich hatte gedrückt irgendwas und auf einmal war hier dieser Ansichtwechsel. War es noch in der Aufnahme? Ich weiß gar nicht genau. Es kann sein, dass das noch in der vorherigen war oder jetzt in der, die gelöscht wurde.
Auf einmal war ich in diesem Ansichtsmodus gewesen. Und dann komme ich gar nicht klar. Ich habe ja irgendwie bloß Alt, Shift oder Steuerung gedrückt oder sowas in Richtung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich konnte es nicht rekonstruieren. Ich musste irgendwie darauf klicken, damit es auf die normale Ansicht wechselt. Ich glaube gerade tatsächlich, Armada 2 hat irgendwie ein Problem mit mir. Ich könnte kotzen, aber ist nicht so schlimm. Ich habe eine super zerstückelte Aufnahme wieder, aber ich habe zumindest eine Folge rausgelöscht. Wie gesagt, die 40 Minuten jetzt rigoros rausgenommen, weil Standbild plus Sound, das tut sich ja keiner an für 2,5 Folgen. Das ist dann auch echt Käse. Das muss nicht sein. Nehmt es hin. Ihr habt ja die Mission im Prinzip soweit gesehen gehabt, was hier war. Aus der vorherigen abgebrochenen Folge, wo ich gestorben bin. Habe jetzt hier alles erobert. Ich habe mir ein paar Diamonds geholt, ein paar Bohrkuben. Bin aber bei der ersten Mal da gescheitert, weil hier unten extrem viele Torpedogeschütze gewesen sind. Und musste meine zweite Armada bauen. In der Zwischenzeit ist mein Lithium ziemlich alle geworden, mein Metall auch, meine beiden Planeten sind erschöpft. Und ich wurde auch angegriffen, das habe ich einigermaßen aber verhindern können, diesen Angriff, und zurückschlagen, wobei es ganz schön gedauert hat. Was noch vielleicht erwähnenswert wäre, ich glaube, ich spiele mir ein bisschen weiter, oder? Was vielleicht noch erwähnenswert sein könnte, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe in der nicht aufgenommenen Folge oder in einer anderen. Bauen Sie 10 Energiekanonen um. Ach du Scheiße. Die Mission dauert noch eine Weile. Kommt mehr geflogen. Auf dem Weg. Sehr gut. Ein herrenloses Schiff. Spinnst wohl. Wo überhaupt? Mein Kubus, du spinnst wohl. Projektiv. Zu Befehl. Ungültiges Ziel. So, weiter beamen. Wir oh Mann, ey. Also ehrlich, so heute habe ich keinen guten Tag, was Aufnahmen angeht. Das passiert auf momentan öfter irgendwie. Gefällt mir nicht. Da schießt du noch einer auf irgendwas. Ach so. 10 Energiekanonen. Gut, die bauen sich einigermaßen schneller, aber die Ressourcen sind gerade eher mein Problem. Denn ich habe davon nicht mehr so viele. Aber ich glaube, die kosten wahrscheinlich nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. Nicht allzu viel Metall, oder? 75, ja. Ich habe genug, okay. Immerhin. Was schießt der? Wo schießt die denn? Ach, hier. Direkt bei mir. Fein. Jedenfalls, sowieso und bla bla bla, war alles ganz toll. Und was ich, glaube ich, in der letzten Folge erwähnt habe, ich habe jetzt auch diese Schildremodulation benutzt. Ich weiß nicht, ob sie gerade im gelöschten Teil war oder nicht. Ich schieße normal sicherheitshalber. Ja, toll macht ihr das. Kommt mal ran. Wir möchten uns verbessern. Gebt dir mal Zunder. Einer ist da, schön. Wir passen die Waffenphalanx an. So muss das. Jedenfalls habe ich diesen hier genommen. Und das ist richtig gut, dieses Spezial tatsächlich. Das ist nicht so, wie ich dachte, dass es die Schilde und die ganzen Systeme wiederherstellt. Nein, das schirmt ein Schild für eine recht lange Zeit komplett ab von irgendwelchen feindlichen Angriffen. Und da bin ich mit meiner kleinen Diamond-Flotte Anfang des Spiels hier reingeflogen, hab die Station angegriffen, hab Waffenautomatik auf maximal gestellt quasi. Ja. Ist okay, mach sie fertig. Und dann haben die eben automatisch das Schiff, das angegriffen wurde von der Station, vom Mutterschiff, abgeschirmt. Und das wurde ewig weiter angegriffen. Es war unverletzbar an der Stelle. Und die haben einfach die Station zerlegt währenddessen. Das war richtig gut, dieses Spezial. Und das ist ja... Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Okay. Und das ist ja in dem Sinne dann schon fast effektiver als der Ultrium-Ausstrahl. Aus... Ultrium-Ausstoß. Weil der macht zwar super viel Schaden, aber eben nur ganz kurz. Und danach ist der Schaden halt, naja, dann war's das. Aber wenn die Schiffe weiterballern können die ganze Zeit, ohne Angriffe und zerstört zu werden, bleibt meine Feuerkraft ja konstant hoch. Und damit kann ich eher so ein Schiff als möglich zerstören. Das ist echt richtig gut. Deswegen werde ich da künftig... Du kommst da nicht ran? Doch. Wie wenig Schaden ich mache. War auch so ein Ding am Anfang der letzten Mission, die ihr nicht gesehen, das habt ihr auf jeden Fall nicht gesehen. Ich kam hier lang geflogen. Beim zweiten Anlauf, glaube ich, mit meinen 3 Kuben und 3 Diamond-Schiffen. Und was passiert ist, ich wurde leicht erwischt von der Station. Und auf einmal, aus dem Nichts,
fehlte mir der gesamte Schild, den ich hatte, den ich vorher voll aufgebaut hatte. Und ich hatte, glaube ich, so schon eine Verbesserung dafür. Ich weiß gar nicht genau, ob ich schon verbessert hatte. Der ganze Schild war weg mit einem einzigen Schuss. Was ist hier los?